Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres mittlerweile sehr gut angenommenen und sehr beliebten Webseminar Wednesday. Schönen guten Morgen von meiner Seite. Thomas Heber, mein Name vom Composites United. Und ich habe heute die Ehre, Ihnen ein neues Thema vom CU vorzustellen. Und das gemeinsam mit meinen Kollegen, dem Herrn Heimann und dem Dr. Starke von der Firma InnoFocus, haben wir einen neuen Service in dem Composites United etabliert oder wollen den etablieren, haben den quasi ganz frisch ausgerollt und wollen Sie jetzt so ein bisschen informiert. Es geht um das Thema CCIIoT, Industrie 4.0, Plattform für die Composites-Industrie. Bevor ich erzähle, was sich dahinter verbirgt, möchte ich vielleicht ganz kurz so ein bisschen hinweisen, wie so ein Webseminar Wednesday bei uns funktioniert. Sie haben das gerade mitbekommen, das Ganze wird aufgezeichnet, wird nachher sozusagen bei YouTube auch online gestellt. Bitte seien Sie so gut und lassen Sie die Mikrofone aus. Sie können dann nachher Fragen stellen. Wenn Sie jetzt schon Fragen haben, nach der halben Stunde, nach unserem Vortrag, wenn Sie jetzt schon Fragen haben, schreiben Sie die gerne in den Chat. Dann können wir die auch nachher direkt vorlesen. Okay. Ja, das soll es eigentlich organisatorisch gewesen sein. Dann möchte ich kurz einführen und dann an die Kollegen übergeben. Vielleicht noch mal ganz kurz, wer sind wir? Das Webseminar Wednesday ist ja auch offen für andere Teilnehmer, also aus dem CU wird präsentiert in die Welt und jeder kann sich das anschauen, nachher auch auf YouTube, haben da eine sehr große Reichweite und deswegen vielleicht ganz kurz eine Folie erlaubt hier zum Composites United. Wir sind das führende Netzwerk, insbesondere im Dachraum unterwegs, sehr stark deutschsprachig noch geprägt, aber auch mit internationaler Ausstrahlung mittlerweile und entsprechenden Dependancen weltweit. Das Netzwerk für faserverstärkte Hochleistungsmaterialien. Wir sprechen nicht mehr nur von Carbon Composites wie früher, sondern wir sprechen mittlerweile von faserverbundbasierten Leichtbau in Multimaterialdesign, weil natürlich in der Zukunft es sich gezeigt hat, dass man wesentlich breiter mit Hochleistungsmaterialien Leichtbau betreiben kann, wenn man natürlich auch andere Fasermaterialien, die ihre Berechtigung haben und andere, auch die hybriden Bauweisen mit berücksichtigt und unsere Mitglieder, da sind wir knapp 400 an der Zahl, entsprechend auch so aufgestellt sind und so ihr Netzwerk finden. Ja, wir sind über die Hälfte KMU, haben verschiedene Cluster und Ansprechpartner, auch das Thema Keramik und Bauwesen ist mit entsprechenden Netzwerken nochmal separat vertreten. Und wenn man in den Kompositionen ein bisschen weiter reinschaut, wird man merken, dass wir ja als Dienstleister für unsere Mitglieder unterwegs sind, insbesondere in fünf großen Feldern. Das Thema Technologie, wo es um Projekte geht, das Thema Wissen, wo es um Aus- und Weiterbildung geht, auch ein Marktbericht, der jetzt auf der JEC nächste Woche vorgestellt wird. Dann das Thema Netzwerk natürlich, was wir heute machen, zahlreiche Veranstaltungen. Auch das Thema Digitalisierung ist natürlich ein Netzwerkthema. Internationalisierung hatte ich angesprochen. Das Thema Kommunikation, Marketing im Sinne der Mitglieder auch ein ganz großes Thema. Verbergen sich Riesenbereiche dahinter. Das möchte ich jetzt nicht im Einzelnen ausrollen. Ich möchte ganz kurz auf die Strategie eingehen. Der Composites United hat eine Strategie. Es gibt auch ein Strategiepapier. Kann ich zeigen. Das ist ein schönes Dokument. Der eine oder andere hat es vor sich liegen. Ansonsten kann ich es gerne auch bereitstellen. Wo wir natürlich neben der Vision und der Mission dort strategische Handlungsfelder entsprechend uns gegeben haben, aus großen Runden mit dem Präsidium und dem Vorstand heraus. Und eines dieser 10 Handlungsfelder, das will ich jetzt nicht alles vorlesen, ist natürlich das Thema Digitalisierung, was quasi intensiv erst strategisch und jetzt operativ im Composites United von uns und den Mitgliedern, die dort aktiv dran sind, bearbeitet wird. Und hier vielleicht mal ein ganz kurzer Überblick, was die Agenda angeht zum Thema Digitalisierung im Composites United. Ja, und da sehen Sie, hier sind verschiedene Punkte, die wir uns gegeben haben. Da liegen dann auch Zeitpläne dahinter. Das möchte ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen und ganz viele Unterpunkte. Aber vielleicht so viel. Wir sind aktuell natürlich auch noch in Phasen, wo es darum geht, Leuchtturmprojekte zu definieren und zu koordinieren. Es ist ja nicht so, dass Digitalisierung ein Thema ist, was man irgendwo kaufen kann, steckt sich zu Hause ein und dann oder an den Computer oder an die Maschine und dann ist fertig und jeder ist zufrieden. Es ist schon hier und da, gerade auch in der Composites-Industrie, auch noch ein bisschen Arbeit, um entsprechend rauszufinden, was brauchen denn die Mitglieder, was brauchen denn die Firmen,
Wie wird denn ein Schuh draus, dass jeder davon auch profitieren kann? Und was verstehen wir darunter? Und ja, das führt unter anderem dazu, dass wir, darum soll es heute so ein bisschen gehen, auch als Punkt 4 hier in der Agenda die Entwicklung einer führenden, unabhängigen, composite-spezifischen digitalen Plattform haben. Und damit ist begonnen worden mit dem Thema CCIIoT. Und da würden wir gleich mal drauf eingehen. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema Herausforderung Digitalisierung. Ne? Was verstehen wir darunter? Ich bin auch so ein Mensch, wenn ich höre Digitalisierung, Industrie 4.0, da kann man viel drunter verstehen. Ne? Jeder versteht idealerweise was anderes. Das ist auch ein Stück weit okay. Also im Endeffekt ist es ein sehr breiter Begriff oder sind breite Begriffe. Aber im Großen und Ganzen werden immer Einsparpotenziale natürlich versprochen, sonst würde ich das Ganze nicht machen. Ne? Also wenn es kein Potenzial hat, was zu verbessern, dann hätte es ja auch keinen Sinn. Trotzdem bleibt es bei vielen Dingen immer noch bei der Theorie, bei vielen Anwendungen. Man spricht oft oder man spricht wahrscheinlich öfter drüber, als dass man es aktiv anpackt. Warum ist das so? Ne? Also kann man uns gleich mal die Frage stellen. Es sind natürlich so ein bisschen auch die Sorgen, Know-how-Verlust und Komplexität, vor der man zurückschreckt. Ne? Also gerade wenn man jetzt bedenkt, dass das wirkliche Potenzial in der Digitalisierung darin liegt, die gesamte Wertschöpfungskette zu betrachten, das spricht, das ganze unternehmensübergreifend zu betrachten. Sie kennen das selbst in der Wertschöpfungskette. Jeder Betrieb macht seine Wareneingang- oder Warenausgangskontrolle. Der nächste macht wieder eine Wareneingangskontrolle vom gleichen Produkt. Das ist ja eigentlich doppelte Arbeit, wenn man das Ganze mal unternehmensübergreifend betrachtet und kostet quasi auch doppelt Geld. Und wenn man bereit wäre, dort an den entsprechenden Stellen die Daten sich zu teilen, die ja beide haben, dann kann man sich über die gesamte Wertschöpfungskette natürlich dort deutlich was sparen und was optimieren. Und um das anzugehen, haben wir das CCIIoT ins Leben gerufen mit unserem Partner InnoFocus, der dort auch inhaltlich entsprechend fit ist, um sowas zu leisten. Weil Sie kennen das, Composites United, also Menschen wie ich, wir sind Netzwerker und keine Informatiker, aber da haben wir entsprechend dann dort natürlich die Profis von InnoFocus mit dabei. Ja, was soll CCIIoT leisten? Es soll diese Hürde überwinden. Es soll speziell oder es ist auch schon speziell auf die Besonderheiten der Composites-Industrie zugeschnitten, wächst natürlich an diesem Thema weiter. Und natürlich soll das Thema Datensouveränität und Know-how-Schutz erstmal als einzelne Punkte hier rausgenommen, ganz einfach gewährleistet sein. Der Herr Heimann und der Herr Starke zeigen dann gleich noch ein bisschen mehr dazu. Und ich möchte kurz, falls Sie meine Stimme jetzt schon ein bisschen ermüdet hat, mit einem kleinen motivierenden Video abschließen und an die Kollegen überleiten. So, mal gucken, ob es losgeht. Willkommen bei Carbon Connected IIoT, der IIoT-Plattform für die Composites-Industrie. Das ist Paul. Als Verantwortlicher für die spannende Bearbeitung hat Paul inzwischen jede Idee umgesetzt, um seine Fertigung zu optimieren und Geld zu sparen. Aber er ist sich sicher, da geht noch mehr. Wenn er beispielsweise wüsste, welcher Belastung Werkzeuge und Werkstücke ausgesetzt sind oder wann die Belastungsgrenzen erreicht sind, oder wenn er die Produktionsdaten visualisieren und gemeinsam mit Zulieferern und Kunden unternehmensübergreifend auswerten könnte, dann könnten alle Beteiligten ihre Prozesse besser verstehen, sie weiter optimieren und Ressourcen gezielter einsetzen. Doch Paul hat Bedenken um das Know-how seines Unternehmens und fürchtet hohe Kosten. Außerdem möchte er die Hoheit über seine Produktionsdaten behalten und nur ausgewählte Daten gemeinsam mit anderen Experten auswerten. Zudem ist Pauls Personal nicht auf die Digitalisierung seiner Produktion geschult. Die Lösung für Pauls Probleme heißt CCIIoT. Die Industrie 4.0-Plattform für die Composites-Industrie bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Bearbeitungszentren anzuschließen und Daten sicher und vertraulich zu visualisieren und bei Bedarf unternehmensübergreifend zu analysieren. Ob die Daten in der Cloud oder lieber lokal verarbeitet werden, das entscheidet jedes Unternehmen individuell. Welche der Daten dann mit anderen Partnern geteilt werden, bestimmt bei CCIIoT jedes Unternehmen selbst.
So kann Paul nachweislich ca. 20% Zeit und Kosten sparen. Wettbewerbsfähigere Kosten, gesteigerte Flexibilität und kürzere Lieferzeiten stellen sowohl Pauls Mitarbeiter als auch seine Kunden zufrieden. Paul ist überzeugt. Er setzt auf die Expertise des Composites United e.V. sowie die zertifizierte Sicherheit und die Erfahrung des Partners Enofocus. Profitieren auch Sie von CCIIoT. Weitere Informationen finden Sie auf iiot.carbon-connected.de. So, dann bedanke ich mich erstmal für meinen Teil an dieser Stelle und möchte jetzt Ihnen den Herrn Heimann von der Firma Enofocus vorstellen. Hallo Herr Heimann, ich grüße Sie und an der Stelle, während Sie die Folien teilen, stelle ich auch gleich nochmal den Herrn Dr. Starke vor. Das ist der andere, der jetzt noch im Video aktiv ist. Sie werden ja direkt an den Herrn Heimann dann anschließen sozusagen. Bitte schön, die Bühne gehört Ihnen. Ganz herzlichen Dank, Herr Heber. Ich teile mal kurz meinen Bildschirm. So, wunderbar. Nee, Sie haben ja eine hervorragende Einleitung gemacht für uns. Dafür nochmal herzlichen Dank. Ich habe jetzt die Aufgabe, im Webinar ganz kurz und gestrafft die Themen vorzustellen, die wir für Sie vorbereitet haben, während dann der Dr. Starke im Nachgang nochmal deutlich mehr ins Detail einsteigen wird. Wir werden damit dann sozusagen die Basis schaffen, zumindest mit allen denen, die Interesse haben, in einen konstruktiven Dialog einzusteigen. Ich glaube, das Carbon Connected IIoT ist ja schon vorgestellt worden, damit müssen wir uns jetzt nicht länger aufhalten. Und ich gehe dann mal gleich rein in die Präsentation. Fragen, wie gesagt, dann gerne im Chat, beziehungsweise auch hinterher nach der Veranstaltung haben wir Zeit, das zu diskutieren. Ich bin jetzt nicht sicher, ob Sie auch in meinem Bildschirm noch die ganzen Fotos sehen, beziehungsweise die ganzen Videos von den Teilnehmern. Dann muss ich mal versuchen, das hier klein zu machen, dann stört es nicht ganz so sehr. Nee, wir sehen nur Ihre Präsentation. Perfekt, nee, das passt ja. Vielen Dank dafür. Also, wie in dem Film schon angesprochen, haben wir natürlich ganz große Chancen in der Optimierung, wenn es darum geht, dass man die Digitalisierung vernünftig nutzt. Und wir haben uns jetzt im Laufe der letzten 10 Jahre vornehmlich mit dem Thema Forschung und Entwicklung beschäftigt. Das hat ja mit dem MyCarbon angefangen. Und in den letzten 3, 4 Jahren hat dann der Dr. Starke mit BMW und Hufschmied es geschafft, die ganzen Vorteile, die unsere Plattform bezüglich des Know-how-Schutzes, der Datensouveränität bietet, eben auch in die Produktion zu übertragen. Wenn Sie jetzt sich in die Position eines Fertigungsleiters hineinversetzen, dann werden Sie üblicherweise mit dem Wunsch der Geschäftsführung konfrontiert werden, dass Sie zwischen 2,5 und 3% pro Jahr einsparen. Und das ist dann üblicherweise auf der Basis der Einzelunternehmung. Also das Beispiel, was der Dr. Heber genannt hat, mit zum Beispiel der Wareneingangskontrolle. Das ist ganz klare Doppelarbeit, die man natürlich mittels eines digitalen Zwillings weitestgehend vermeiden kann. Dazu kommt dann noch ein zweiter Teil. Das sehen Sie hier auf der linken Seite. Ich hoffe, Sie sehen meine Maus, dass Sie natürlich von der gesamten Wertschöpfung in der eigenen Produktion nur einen gewissen Prozentsatz abbilden. Wir haben das mal hier 25% genannt. Das kann natürlich auch mal 30, 40, 50 sein. Aber im Grunde genommen ist es so, dass wenn Sie sich hinterher den Wert eines Endproduktes angucken und in der ganzen Zuliefererkette Stück für Stück beigehen, dann finden Sie eben meistens mehrstufige Verfahren und die sorgen dann automatisch dafür, dass hier nie 100% steht, sondern eben immer eine kleinere Zahl. Dann gibt es mehrere Bereiche, auf die ich gleich im Einzelnen noch eingehen werde, wo denn dann die Potenziale herkommen. Das eine ist natürlich die Produktivität, das zweite sind die Bestände, das dritte dann, wir reduzieren die Produktionsausfälle. Und last but not least die Wartungskosten. Da sind aber auch so Sachen drin wie Werkzeugstandzeiten und ähnliches mehr. Wir haben jetzt hier mal die 5 größten Effekte ausgesucht, die wir im Live-Betrieb bei der Firma BMW schon eindeutig quantifizieren und nachweisen konnten. Auf denen beruht dann eben auch unsere Aussage, dass da mindestens 20% möglich sind. Es geht einmal darum, dass wir die Standzeiten verbessern. Wir können damit dann eben auch die Betriebsmittel besser einsetzen und Sie kennen das alle, jeder Betriebsmittelwechsel hat natürlich dann auch wieder einen Einfluss auf die Produktivität im Sinne von Laufzeiten. Wir haben dann hinterher einen ganz großen Punkt, die Qualität wird optimiert in 2 Bereichen. Einmal, dass sie de facto besser wird und zum Zweiten, dass Sie sie online im Produktionsprozess schon messen und von daher dann zum Beispiel auch im Rahmen eines digitalen Zwillings, das zeige ich gleich noch auf einer separaten Folie,
gleich sicherstellen können, dass das, was Sie abliefern, auch genau das ist, was bestellt wurde. Ein ganz wesentlicher Punkt ist das Thema Fachkräftemangel. Wir sind in der Lage, große Teile der Fertigung dann mehr oder weniger auch mannlos darzustellen. Und Sie wissen das ja auch selbst aus der eigenen Erfahrung. Es kommt ja niemand morgens in die Fabrik, um einen schlechten Job zu machen. Da kommt jeder dahin und möchte einen guten Job machen. Und trotzdem stellt man immer wieder fest, dass auch bei erfahrenen Bedienern unterschiedliche, ich sag mal, Ergebnisse stehen. Sei es jetzt von der Qualität, sei es von der Ausbringung oder anderen Faktoren. Und wir sind in der Lage, mit so einer Plattform und der strukturierten Datenanalyse und Visualisierung sicherzustellen, dass alle den bestmöglichen Stand abliefern. Und das führt uns dann automatisch natürlich auch zum Thema Nachhaltigkeit. Wenn Sie eine gesteigerte Effizienz haben, haben Sie natürlich auch im Relativen gesehen niedrigeren Energieverbrauch. Und Sie werden natürlich auch insgesamt Ressourcen einsparen, weil Sie zum Beispiel es vermeiden, ein Bauteil weiter zu bearbeiten, was sich dann im Nachhinein nicht mehr als IO herausstellen würde. Wo stehen wir jetzt in dem Gesamtbild der Digitalisierung bzw. der Industrie 4.0? Ich glaube, die Computerisierung haben wir großenteils abgeschlossen. In der Konnektivität gibt es noch bestimmte Aufgaben. Das betrifft auch unsere Plattform, wo wir uns sehr stark auf das Thema Plug and Work konzentrieren, sodass es eben nicht zu großartigen IT-Projekten führt in der Firma, wenn wir unsere Plattform bei Ihnen in Betrieb nehmen können. Und wir sind jetzt in dem Thema Sichtbarkeit. Das heißt, wir als ein Ertüchtiger Ihrer Prozesse können Ihnen zeigen, was passiert. Wenn es dann um das Verstehen geht, da läuft dann der Community-Prozess ab, den Sie aus dem MyCarbon auch schon kennen. Das ist dann tatsächlich auch großenteils die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit. Das sind also Teile, die ganze rechte Hälfte dieses Schaubilds sind die Themen, die Sie aktiv mit begleiten müssen. Das ist etwas, wo eine Plattform Ihnen nicht alles vorgefertigt liefern kann, zumindest nicht nach dem Stand heute. Da wird natürlich auch in Zukunft mit künstlicher Intelligenz noch viel passieren. Wie sieht das dann strukturell aus? Sie haben also ganz klassisch hier Ihre eigene Anlage. Da ist natürlich Sensorik verbaut und unsere Plattform ist sehr, sehr flexibel, externe Sensorik mit in die Datensätze zu integrieren. Wir haben zukünftig sicherlich auch den Einsatz von KI hier. Und das Ganze findet statt dann üblicherweise innerhalb Ihres Unternehmens in der Edge Cloud. Der nächste Bereich ist dann die Produktion, wo dann mehrere Anlagen auf derselben Methodik laufen. Und last but not least, das, was wir ja auch im MyCarbon und jetzt im Composite United sehr erfolgreich umgesetzt haben, gerade auch im Bereich der Entwicklung, der unternehmensübergreifende Datenaustausch, sodass man in der Lage ist, nicht nur Doppelarbeit zu vermeiden, sondern auch tatsächlich Produktivitätssprünge zu erzeugen. Ich zeige Ihnen dann gleich noch an einem Live-Beispiel, wie das tatsächlich passiert ist. Und der Dr. Starke hat dazu auch eine entsprechende Visualisierung mit den Live-Daten vorbereitet. Sodass Sie also last but not least das gesamte Wertschöpfungsnetzwerk mittels digitaler Zwillinge integrieren können. Was passiert dann in dem klassischen Lifecycle-Management von Produkten? Sie haben einmal natürlich das Thema der Produktentstehung. Und Sie sehen hier auf der Y-Achse abgetragen den Cashflow. Das ist jetzt natürlich nur eine idealisierte Darstellung, aber sie zeigt ganz eindeutig die Effekte und die ist entstanden aus der Zusammenarbeit mit der Uni Augsburg an dem Live-Beispiel von BMW und Hufmied, sodass wir also auch sehr sicher sind, dass diese Effekte tatsächlich alle kommen. Sonst hätten wir sie hier nicht aufgeschrieben. In der Produktentstehung haben Sie natürlich das Thema, dass Sie dort schon unternehmensübergreifende Zusammenarbeit anschieben können. Und Sie werden dann nicht nur die Entstehungskosten auf mehrere Schultern verteilen, sondern Sie sind auch in der Lage, gleich in diesem Prozess schon Synergien zu heben. Das erschließt sich für jeden, der mal Produktoptimierung oder ich sage auch mal Entfeinerung in der Industrie miterlebt hat. Sie fangen ja üblicherweise bei einer neuen Technologie auf einem sehr, sehr hohen Niveau an und sind dann, nachdem Sie da Erfahrungen gesammelt haben, in der Lage, das Produkt bei gleichem oder verbessertem Kundennutzen weiter zu entfeinern und dann eben auch in der Produktion günstiger herzustellen. Sie kommen dann über die Einführung in die Wachstumsphase, wo es darum geht, dass man dann natürlich die Kosten insgesamt in den Griff kriegt und damit durch die Produktivitätssteigerung dann in der Lage ist, für die Firma den Cashflow zu verbessern. Und wir haben natürlich auch dann nach der Reife diesen Degenerationsprozess. Und wenn Sie sich das als kompletten Lifecycle-Management vorstellen, wissen Sie ja, dass Sie bei der Einführung eines Produktes schon angefangen haben mit der Entwicklung des Nachfolgers. Wenn Sie diese Punkte integrieren können,
dann würden Sie quasi einen dauerhaft hohen Cashflow generieren. Als Beispiel aus der IT-Industrie möchte ich hier das Thema Software as a Service anbieten. Da findet sozusagen die Produktweiterentwicklung die ganze Zeit kontinuierlich live statt. Da gibt es eigentlich gar keinen Bruch mehr im Produkt, sondern das läuft die ganze Zeit auf einem hohen Niveau durch. Wer sich mal die Gewinnentwicklung von der Firma Microsoft angeguckt hat, weiß, was das für ein Hebel ist. Und dasselbe kann man selbstverständlich auch mit unserer Plattform im Rahmen neuer Geschäftsmodelle, zum Beispiel auch Production oder Manufacturing as a Service, abbilden. Der andere sehr, sehr wesentliche Punkt, der oftmals unterschätzt wird, der sich aber gerade in der Automobilindustrie durchzieht und auch in vielen anderen Industriebereichen, in der Luft- und Raumfahrt, eine große Rolle spielt, ist, Sie kriegen hier eine Proliferation im Verhältnis der verschiedenen Ebenen der Zulieferer. Mittels einer solchen Plattform können Sie natürlich auch mit einem Tier 4 und einem OEM gemeinsam die Daten visualisieren. Das wird der Dr. Starke gleich noch zeigen. Und Sie haben dann damit ein völlig anderes Verhältnis in der Zusammenarbeit. Klassischerweise ist es so, wie auf der linken Seite dargestellt, dass der Auftraggeber relativ viel Druck ausübt. Haftungsfragen werden abgewälzt. Know-how wird abgegrenzt und entsteht damit so auch wirklich ein Silo-Denken. Und wenn ich da mal Referenz machen darf, auch wieder zur Firma BMW, ich glaube, es war der Professor Dr. Reitzle, der schon Ende der 90er angefangen hat, davon zu sprechen, dass man doch bitte die einzelnen Fertigungsstufen integriert und die Produkte und oder auch die Teile mit den Zulieferern gemeinsam entwickelt, um eben dann gleich bei dem Kosten- und Nutzen-optimierten Punkt rauszukommen, anstatt sich dann erstmal über diese, ich sag mal, Kaskade von Auftraggeberdruck durch die einzelnen Ebenen durchzufräsen. Und Sie haben dann natürlich auch vergleichsweise geringere Handlungsspielräume, weil in der Kommunikation von vornherein klar ist, wer angreift, wer verteidigt. Und in so einem Diskurs leidet die Offenheit. Und die Offenheit ist ja das, was, ich sag mal, den Composite United auch stark gemacht hat, weil man eben miteinander gearbeitet hat. Und das ist das, was Sie jetzt oben rechts sehen, anstatt gegeneinander. Sie haben eine gemeinsame Sicht auf die Prozesse und das Geschäft entwickelt. Und das eröffnet Ihnen Handlungsmöglichkeiten, die Sie normalerweise in dem klassischen Modell nicht hätten. Haftungsfragen können natürlich auch mittels unserer digitalen Zwillinge zweifelsfrei geklärt werden. Und Sie schaffen dann eben auch sehr schnell die Kommunikation von dem Thema, wer ist schuld, hinzubringen, wie finden wir die Lösung. Wer da jetzt an den Ukraine-Konflikt denkt, ist nicht ganz falsch. Jetzt haben wir diese Digitalisierung auch als kontinuierlichen Verbesserungsprozess abbilden können. Sie sehen also hier links nochmal genau die Punkte, die wir in der Eingangsfolie besprochen haben. Es geht darum, dass man externe Sensorik integriert. Das könnte zum Beispiel hier der unten dargestellte Sonic Shark sein. Sie werden dann die Daten anreichern, gegebenenfalls auch mit externen Datenquellen, zum Beispiel von Ihrem Zulieferer, der dann im digitalen Zwilling die Warenausgangskontrolldaten gleich mitliefert. Sie haben natürlich auch das CCIoT als externe Datenquelle. Da können Kataloge drin sein, da können aber auch Fertigungsverfahren drin sein, sodass Sie dann die Anwendungstechnik von Zulieferern direkt in Ihren Produktionsprozess integriert bekommen. Wir haben dann das Thema Visualisierung, da wird auch der Dr. Starke gleich stark drauf eingehen, wo Sie dann eben Effekte erkennen und auch Hypothesen mal prüfen können. Und mit den hypothesengestützten Annahmen arbeiten wir ja eigentlich alle, wenn es darum geht, in der Fertigung nochmal Verbesserungen durchzuführen. Und die Visualisierung in 2D oder in 3D hilft dabei ganz enorm. Wenn Sie dann auf der vierten Stufe die Erkenntnisse in diesen Produktionsablauf integrieren, kommen Sie automatisch auch wieder in eine Rückkopplungsschleife rein, wo dann zum Beispiel die Sensorik oder Zulieferteile oder Rohmaterialien verbessert werden. Und diese unternehmensübergreifende Zusammenarbeit stellen wir dann auf der Plattform in Projekträumen dar, wo man durchaus auch detaillierte Daten gemeinsam visualisiert, ohne dass Sie Ihr Unternehmen verlassen müssen. Das ist natürlich hinterher auch ganz wichtig, weil man auch das Vertrauen in der gemeinsamen Zusammenarbeit erst entwickeln und aufbauen muss. Und dazu ist es gut, wenn niemand genötigt wird, Dinge preiszugeben, die er in einem ersten Schritt vielleicht noch nicht preisgeben möchte. Wir haben jetzt hier, lassen Sie sich bitte von diesen Kapitelüberschriften nicht stören. Wir haben die Präsentation stark gestrafft, damit sie in die Zeit passt. Eine kleine Referenz aus dem Werkzeugbau, das ist für mich eine ganz wichtige und zentrale Folie. Nehmen Sie nur mal das Beispiel eines Fräswerkzeugs, aber hier können Sie sich alles vorstellen, vom Rohmaterial bis zum Fertigprodukt. Sie fangen an natürlich mit den Katalogdaten, das heißt, hier gibt es eigentlich nur Daten, die typbezogen sind. Es geht dann in die Herstellung hinein und hier sieht man eben auch, dass sich der digitale Zwilling anreichert und der kann sich nur dann richtig anreichern, wenn es über verschiedene Prozessstufen hinausführt.
Wir kriegen also dann im ersten Schritt die Daten der Instanz, das heißt eines eindeutigen Fräswerkzeuges. Also hier ist es nicht mehr der Katalog, sondern ein Individuum. Und dieses Individuum als digitaler Zwilling wird dann im Laufe der Nutzung, also wenn es dann zum Beispiel in einem Bearbeitungszentrum eingespannt ist, mit Prozessdaten angereichert, sodass Sie am Ende des Prozesses hier einen kompletten digitalen Zwilling eines Fräswerkzeugs haben. Und wie gesagt, Fräswerkzeug ist nur ein Beispiel. Das kann genauso gut ein Produkt aus faserverstärkten Kunststoffen sein. Das kann aber auch eine Maschine sein. Und das eröffnet Ihnen dann die Möglichkeit, was wir hier unten links geschrieben haben, zu völlig neuen Geschäftsmodellen, wo Sie dann eben auch zum Beispiel Manufacturing as a Service haben. Sie haben Pay-per-Use-Modelle. Sie haben natürlich alle möglichen anderen Chancen, dann die Anwendungstechnik, die natürlich ein Fräswerkzeughersteller sehr, sehr gut beherrscht, weil er viele verschiedene Kunden hat, einzusetzen, die zu integrieren in ihre Prozessdaten, in ihre Produktion. Die Vorteile, die rausgekommen sind für BMW, und auch das ist alles wissenschaftlich von der Uni Augsburg und dem Fraunhofer Institut begleitet worden, sind die Themen Prozessoptimierung, optimaler Einsatz von Fachpersonal. Das geht auch wirklich gerade für die KMUs, wo es ja immer schwieriger wird, gute Leute zu finden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben quasi als On-Top-Produkt die Inline-Qualitätskontrolle. Sie können sich großenteils auch hinterher viel Messaufwand sparen und viel Zeitaufwand sparen. Sie kriegen eine optimale Werkzeugnutzung, eine optimale Maschinennutzung. Und Sie sind natürlich gleich sehr gut ausgestattet. Wenn es mal zu Reklamationen kommt, sind Sie in der Lage, über Ihre Fehleranalyse natürlich viel besser in den Prozess einzusteigen und die Verbesserungen zu finden, die nötig sind, als wenn Sie das ohne einen digitalen Zwilling machen müssten. Last but not least die Zusammenfassung. Das ist jetzt etwas viel Text, aber es geht im Wesentlichen um die Prozesskostenreduktion. Wir haben die Steigerung der Produktivität, die bessere Planbarkeit, den effizienten Umgang mit Ressourcen und Personal, verbesserte Produktentwicklung und Fertigung, Reduktion des Aufwands in der Qualitätssicherung, Zugang zu Daten entlang der gesamten Wertschöpfungskette aus dem Wertschöpfungsnetzwerk, Zugang zu den Daten aus der Anwendungstechnik. Das war für uns in dem Beispiel BMW Hufschmied sehr, sehr wichtig. Und wir haben, das kennen Sie aber alle aus der Plattform schon von MyCarbon, einen vereinfachten Datenaustausch. Die neuen Geschäftsmodelle, die ohnehin kommen werden, sind auch so gestaltet, ganz genau wie am Anfang des MyCarbon, dass das schwerlich jeder alleine machen kann, weil das dann sehr, sehr teuer und aufwendig wird. Aber mittels einer solchen Plattform können Sie natürlich auch digitale Geschäftsmodelle, ich möchte fast sagen, at will umsetzen. Und da geht es natürlich einerseits um das Thema Know-how-Schutz. Das verbirgt sich in diesem Rollen- und Rechte-Konzept. Das geht aber auch weiter über die Projekträume und über die Datenräume, in denen wir dann eben visualisieren, ohne dass die Daten das Unternehmen verlassen. Und wir schaffen es natürlich auch, die unternehmensinternen und übergreifenden Datensilos damit aufzubrechen. Über die neuen Geschäftsmodelle haben wir schon gesprochen. Last but not least möchte ich auch nicht verheimlichen, dass das Ganze natürlich nicht völlig kostenlos ist. Aber wenn Sie sich das im Verhältnis vorstellen zu dem, was Sie machen müssten, um den Aufwand auf unternehmensindividueller Basis selbst zu treiben, werden Sie mir sicherlich zustimmen, dass das hier eine relativ günstige Lösung ist mit einem hohen Nutzen. Und es geht für uns, wie gesagt, darum, Ihnen auch sicherzustellen, dass wir da eine Plug-and-Work-Lösung anbieten. Das heißt, dass Sie nicht auf Ihrer Seite die Anpassung vornehmen, sondern wir auf unserer in der Plattform. Das beschließt meinen Vortrag und ich würde jetzt den Bildschirmteilen stoppen und gebe dann direkt weiter, Joachim, an dich bitte. Ja, herzlich willkommen. Ich muss gerade noch den Bildschirm freigeben, aber auch das kriegen wir hin. Damit leite ich direkt über zu Carbon Connected IIoT. Ich möchte Ihnen jetzt in den nächsten 9 Minuten einmal einen kurzen Einblick geben in das, was die Plattform heute schon kann und damit anknüpfend an quasi den letzten Satz von Matthias Heimann, nicht nur günstig, sondern vor allen Dingen, sie sind deutlich schneller in der Umsetzung, in der Nutzung, weil wir mit den Partnern aus dem Forschungsprojekt heraus einiges vorbereitet haben. Und bevor ich gleich hier in die Firmengruppe reingehe, wo die Demodaten da sind, das ist der wesentliche Unterschied. Diese ganze Plattform ist eine Business-to-Business-Thematik. Das Rollenrechte-Konzept ist dasselbe, wie Sie es aus dem Carbon Connected her kennen, was ja auch durch InnoFocus erstellt worden ist.
Und von daher drehen sich da einige Sachen. Das Rollenrechteverständnis ist aber das Gleiche. Bevor wir jetzt in die tatsächlichen Daten reinschauen und ich die Live-Vorführung mache, die bezieht sich nur auf die spannende Verarbeitung. Und ich möchte die letzten 5 Minuten hinterher noch nutzen, auch das aufzuzeigen, wo wir weitergehen. Denn spannende Bearbeitung ist im CU ja nur ein kleiner Anteil. Das Hauptgeschäft liegt in der Kompositfertigung und da sind wir auch nicht ganz untätig. Aber das als zum Schluss, da kommt noch was. Jetzt erstmal in die Daten kurz. Was haben wir gemacht? Und das sind jetzt unsere Daten aus dem Demonstrator, sogenannte Skibrille. Ich glaube, mit ein bisschen Fantasie kann man sich das durchaus vorstellen, dass das hier so eine Kontur einer Skibrille ist. Hier das reale Teil. Wir haben insgesamt 17 Bauteile gefertigt, immer wieder auch was geändert, auch mal bewusst ein Schneidwerkzeug vorgeschädigt, um Effekte zu sehen, wie Verschleiß oder auch ein Bruch. Haben im ersten Schritt mal die ebene Fläche abgefräst, dann über viele kleine Ebenen die Wölbungen geschaffen, hier nochmal aufgeschweißt, um auch solche Effekte zu sehen und dann angeglichen die Tasche gefräst und letztendlich in dem 7. Prozessschritt einen Rahmen herumgefräst. Einige dieser Daten werde ich Ihnen gleich zeigen. Insgesamt haben wir 90 Schneidwerkzeuge gebraucht, waren Gott sei Dank sehr viele sogenannte gelabelte Daten, also da, wo wir auch wissen, was da eigentlich passiert ist, wie zum Beispiel vorgeschädigte Werkzeuge. Und einfach mal einen Überblick, in dem Demoraum sind im Augenblick 61 Werkzeuge hinterlegt. Das sind roundabout 15,8 Millionen Geometriepunkte mit entsprechenden Parametern wie Spindelleistung und Drehzahl und weiteren, die dahinter liegen. Also das ist schon eine ganze Menge an Informationen, die da vorhanden ist und mit denen im Sinne von Massendaten das System auch fertig werden muss. Wir hatten ursprünglich Angst, dass das irgendwo an Grenzen stößt. Die stellen wir aber nicht wirklich fest. Das geht inzwischen alles recht zügig. Gehen wir in die Firmengruppe jetzt mal hinein. Und da gehe ich. Sehen Sie verschiedene Gruppen. Gehe ich als erstes auf den Nutzer H. Und möchte Ihnen kurz zeigen, im Bereich der spannenden Bearbeitung, wie man eigentlich sich dem Ganzen nähert. Da schauen wir uns die Übersicht an, Standzeiten und Standwege. Kann ich einen Zeitraum eingeben? Die Daten sind schon etwas älter, aber immer noch wertvoll und nutzbar. Und dann sehen Sie, das sind 31 Werkzeuge auf einer Maschine. Und die kann ich mir runterladen, die werden aus dem System kreiert. Und ich kann es öffnen und habe damit erstmal einen. Hoppla. Ja, hat er mir im anderen Bildschirm aufgemacht. Die Datei. Da sieht man jetzt eine ganze Menge an Daten. Die bin ich drüber gegangen und habe die etwas schon vorbereitet, weil jetzt fängt ja die Suche an, wonach suche ich eigentlich. Da sind aber die identischen Daten. Das ist ein bisschen Excel-Arbeit. Und habe dann geguckt, was ist eigentlich das interessante Typ, auf den ich drauf schaue und möchte mit Ihnen mir dieses Fräswerkzeug anschauen. Das ist nämlich das, wo die Tasche gefräst worden ist. Das sehen Sie gleich in der Visualisierung und werde mir diese 3 markierten Werkzeuge jetzt gleich raussuchen. Hoppla. Das war an den Falschen gegriffen. Das machen wir auch zu. Dann gehe ich jetzt hier wieder nochmal in die spannende Bearbeitung zurück. Und gehe jetzt in die Diagrammdarstellung hinein. Lösche diese Liste. Füge hinzu. Mach genau das, was wir eben besprochen haben, wähle jetzt diese Werkzeuge aus und kriege jetzt auf 2 Seiten
welche es sind und suche mir daraus die 1002, die 1007 und die 1006 und möchte von denen die Spindelleistung sehen und auch gleich die drei Koordinaten mir anschauen. Da merkt man jetzt an der Stelle, dass es doch recht große Datenmengen sind. Das operiert jetzt einige Sekunden, aber Sie sehen online auch das, selbst mit einer Teams-Verbindung, wird schon dargestellt. Warum hatte ich die ausgesucht? Weil erwartungsgemäß sollten die alle den gleichen Weg haben. Das ist ja alles der gleiche Vorgang. Aber oh Wunder, hier sind zwei deutlich früher fertig gewesen. Das heißt, hier sind die Werkzeuge gebrochen. Und das schauen wir uns mal etwas näher an, indem ich hier, jawohl, den Bereich einschränke, den ich sehen möchte. Okay. Sie sehen, inzwischen sind die Daten komplett da und jetzt wird auch die Auflösung schon deutlich feiner. Na. Und aus dem komischen Strich wird jetzt eine bessere Auflösung. Versuche ich das mal noch. Nee, das machen wir nochmal. Na. Ich glaube, den muss ich nochmal kurz resetten. Ja, das ist der Vorführeffekt. Was man hier sieht, ist, dass es ein unterschiedliches Verhalten ist, dass da die Spindelleistung leicht angestiegen ist. Und das ist an für sich der Ansatz vor dem eigentlichen, jetzt haben wir es. Vor dem eigentlichen Bruch ist die Spindelleistung stärker angestiegen, was dann auch oder den Anhalt gibt. Hoppla, man kann das vorher erkennen. Ein geübter Werker hat das mit seinen Augen in der Vergangenheit gehört, aber auch das Signal Spindelleistung zeigt das an. Da passiert was und auf die Art und Weise können wir uns jetzt im nächsten Schritt. Letztendlich ist die ganze Digitalisierung ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess hingehen und das mit Systemen der KI dann auch identifizieren, wann passiert sowas und entsprechend darauf hinarbeiten. Hoppla, hier ist wirklich die Grenze erreicht. Bitte Fräswerkzeug schnellstmöglich austauschen, ansonsten bricht es. Und dann hat man in der Regel längere Stillstände, als wenn man auf ein in der Maschine befindliches Schwesterwerkzeug austauscht, was dann keine wirklichen Eingriff in die Produktion darstellt. Gehe ich hier nochmal auf den rechten Bereich. Da sieht man jetzt die Lagen. Warum? Weil wir gehen bislang, oder das ist das Übliche, hier werden die Bahnkurven abgebildet in Ebenen, in denen gefräst worden ist. Das heißt, das ist der sogenannte Tool Center Point, der dargestellt wird, an dem dann letztendlich das Fräswerkzeug noch dranhängt, will ich fast sagen, und hier die entsprechenden Bereiche abarbeitet. Hier sieht man ganz gut, wie gearbeitet worden ist. Und wenn ich das mal hier einfach ein Stück weit rauszoome, dann sieht man auch, dass da die einzelnen Bahnkurven mit den jeweiligen Spindelleistungen dargestellt sind. Ich glaube, das ist so ein Effekt, den man rausholen kann. Ich würde jetzt auf eine andere Darstellung mal wechseln, die ich entsprechend vorbereitet habe, weil uns sonst einfach die Zeit wegläuft. Hier haben wir eben jetzt den ersten Bearbeitungsschritt gesehen
Und wenn man sich das genau anschaut, ist das etwas, was wir erwartet haben. Ich führe hier gerade so den Schwalbenschwanz da, der eben da war. Was heißt das? Wir haben hier zwei unterschiedliche Materialien über einen Schwalbenschwanz zusammengeführt. Einmal ein HRC-52 und ein etwas härteres HRC-56. Und diesen Effekt erkennt man hier aus den Daten, einfach nur über den Weg bzw. über der Zeit aufgetragen, erkennt man nichts. Erst die räumliche Zuordnung schafft dann den Überblick, da ist was und da sehe ich was. Der kleine Punkt hier ist im, genau genommen die Bahnkurve, die da gefahren wird, kann man den einzelnen Punkt jeweils zuordnen. Das heißt, auf die Art und Weise kann man die Daten miteinander koppeln. Und das ist das eine, was wir gesehen haben. Werkzeugbrüche kündigen sich an. Geringfügige Härteunterschiede sind im Material zu erkennen. Und auch Lunker, die wir durch eine kleine Referenzbohrung dargestellt haben, als kurzfristige Unterbrechung sind zu erkennen. Ich möchte damit für heute oder den Bereich an für sich soweit mal stehen lassen und gehe nochmal zurück auf das Aussuchen von Daten, denn da möchte ich Ihnen zeigen, inzwischen sind wir jetzt so weit, das haben wir ein Stück weit manuell aufarbeiten können, dass wir uns nämlich auch produktorientiert, also bauteilmäßig, uns das aussuchen können. Da muss ich jetzt alle wählen, weil ich will ja die ganzen Verarbeitungsprozesse haben. Und da sehen Sie, dass ich entsprechend quasi die Bauteile angezeigt bekomme, längs der Prozesskette, die Operationen längs der Prozesskette an diesem Werkstück, was da passiert ist. Und über die zeitliche Zuordnung kriegen Sie natürlich die Kette hin. Der nächste Schritt ist, dass wir bisher das Rollenrechteverständnis im Sinne von Freigaben realisiert haben, Werkzeug matcht zu Produktion. Im nächsten Schritt, das ist bei uns in der Arbeit, ist, dass wir auch hier eine Freigabe werkstückbasiert aufbauen können und längs eines Werkstückes die ganze Schiene darstellen können. Aber ich glaube, als ersten Eindruck, das, was da schon möglich ist, im Rahmen dieser Online-Präsentation gibt es Ihnen einen Einblick, können wir aber gerne nochmal in bilateralen Gesprächen auch vertiefen, was da eigentlich möglich ist und was da machbar ist. Von daher würde ich gerne weitermachen und eine Kurzzusammenfassung, Zwischenfazit geben. Ich glaube, das ist deutlich, wird deutlich. Für die spannende Bearbeitung ist CC-IoT sofort verfügbar. Die Vorteile hat mein Kollege Matthias Heimann eben schon rausgestellt. Und wir sind auch weiter unterwegs. Wir haben an der Hochschule Augsburg im CZA im Bereich von Professor Goller eine DMG-Maschine mit der CC-IoT-Anbindung umgesetzt. Da ist jetzt ein kontinuierlicher Datenfluss da. Da kann man sich das entsprechend mit einem Demo-Bauteil auch direkt live anschauen, was dann hinterher rauskommt. Und damit sind auch Versuche testweise erstmal möglich. Aber wir bleiben ja nicht stehen. Wir bereiten das CC-IoT auch für die Prozesskette Composites vor. Da gehe ich jetzt weiter in den nächsten Schritten drauf ein. Warum gehe ich drauf ein? Weil wir letztendlich dabei sind, ein Projekt vorzubereiten, was wir vermutlich im Herbst dann als Förderprojekt einreichen wollen, um die gemeinsame Arbeit, die uns da ansteht, nämlich die unterschiedlichsten Prozessrouten für die Composite-Herstellung zu realisieren. Der Arbeitskreis Digitalisierung trifft sich Ende Juni, am 29. Juni, wo wir hoffentlich dann auch konkretere Sachen vorstellen können und das weiter vorbereitet haben. Zur Composite-Fertigung. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe eines der MAI-Projekte, das Projekt MAI-Skelett, entsprechend mal dargestellt. Das ist für Sie erstmal nichts Neues, was Sie hier sehen, nämlich den Wertstrom und den Materialfluss mit den entsprechenden Fertigungsverfahren, die dahinter liegen, dargestellt. Das ist der Anfang. So gehen wir auch mit Unternehmen, mit Partnern die Themen an. Sagt uns, welchen Prozess ihr habt.
was braucht ihr noch, was schlägt rein. Und hier Hilfsstoffe kann durchaus interessant werden, gerade in der spannenden Verarbeitung bei Kühlschmierstoffen hat das erheblichen Einfluss auf die eigentliche Fertigung und damit auch auf die Oberflächenqualität. Das ist der Weg. Warum habe ich das rausgenommen? Weil mit dem Projekt ist es ja auch gelungen, 80% Kostenvorteil gegenüber dem Stand 2010 darzustellen. Im Jahr 2022 ist die Skelettbauweise oder 2021 erfreulicherweise dann auch in Serie gegangen und hat sich gegenüber den metallischen Werkstoffen da behaupten können. Wenn wir das aber weitermachen und jetzt kommt gleich die nächste Spalte dazu, dann fangen wir an in einem System und das haben wir als Prototyp bei InnoFocus schon da. Das bereiten wir jetzt gerade in der nächsten Welle vor, dass es auch wirklich konsistent ist, nutzbar ist. Dann kommen die Maschinendaten, Prüfdaten und auch die Bauteilprüfung dazu und all dieses wird dann letztendlich A, unternehmensintern, aber auch unternehmensübergreifend auf unserem Hub CCI IoT zusammengefahren. Dabei kann durchaus eine Selektierung von Informationen stattfinden, die dann hinterher nachgeschärft werden kann, wenn es tatsächlich erforderlich ist. Und damit sind Sie in der Lage, den kompletten Materialstrom, und zwar jetzt auf Einzelteilbasis, nur das macht wirklich Sinn, nachzuvollziehen, so wie wir es in der spannenden Bearbeitung auch schon realisiert haben und wie ich es Ihnen eben auch ein Stück weit schon aufzeigen konnte. Was bedeutet das in der Umsetzung? Es müssen die Maschinen angebunden werden, die IT-Systeme entsprechend aufgebaut werden. Auch das sind immer mehrstufige Systeme. Und ganz wichtig ist, dass Sie nicht in einem Laborbereich hängen bleiben, sondern dass Sie die Instanzen dann auch 24/7 aufzeichnen. Denn dann kommt das Datensammeln und aus den Datensammeln kann man dann systematisch direkt sortieren und aufbereiten. Aber das Analysieren bedarf immer, dass ich auch Daten habe. Und vor allen Dingen auch dann, wenn in der Fertigung mal irgendwas schiefgelaufen ist, dann wird es ja richtig spannend. Dann gehe ich drauf und gucke mir das an, kann dann als Quintessenz meine Prozesse optimieren. Und das sind dann die Nutzen wirklich heben. Oder aber, wo wir jetzt auch dran arbeiten, aus den Prozessdaten, die ich ja hundertprozentig habe, dann die Produktqualität für jedes Einzelteil vorhersagen. Und damit bin ich in der Lage, eine konstante Qualität zu erzeugen, besser einzustellen oder auch insgesamt meine Produkte zu verbessern. Im Bereich der Spannenverarbeitung, wo alles geometriebezogen ist, arbeiten wir da in verschiedenen Richtungen, ist es relativ nachvollziehbar, dass ein direkter Zusammenhang zwischen Prozessdaten, Verschleiß des Fräswerkzeuges, Materialinhomogenitäten, Abdrängung des Gesamtsystems, Maschine und so weiter auf das Produkt im Bereich von Mü Einfluss haben und die stellt man dann auch fest und da kann man jetzt auch dran arbeiten, das entsprechend zu korrigieren. Im Bereich der Composite ist das noch ein Stück weit Hausaufgabe, die vor uns liegt, weshalb das auch ein Grund ist, das Forschungsprojekt mit aufzusetzen. Und damit bin ich einem Fazit angelangt. Ich glaube, den ersten Satz brauche ich nicht zu wiederholen. Den zweiten haben Sie, glaube ich, jetzt auch mitgenommen, dass wir die verschiedenen Prozessrouten aufbauen wollen. Dabei noch eine Anmerkung. Die Kollegen der IT haben den Vorteil, dass die das alle sehr viel genereller sehen und dass dadurch auch sehr viele Synergien gehoben werden können, auch wenn die Prozesse in der Tat recht unterschiedlich sind. Bei der spannenden Verarbeitung sehen wir das sehr deutlich. Das, was wir in dem metallischen Bereich erarbeitet haben, ist 1:1 von der ganzen IT-Schiene her übertragbar auf die Composites, übertragbar auf keramische Werkstoffe und damit findet einfach da eine viel schnellere Imprägnierung oder Penetration dieser Bereiche statt mit dem, was die metallischen Werkstoffe oder für metallische Werkstoffe originär erarbeitet worden ist. Von daher wünschen wir uns auch Ihre Mitarbeit in beiden Bereichen. Das Ganze ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess und CC oder IIoT heißt nicht umsonst so. Auf der einen Seite Industrie, die Hardware, die Prozesse, das Real Life und auf der anderen Seite jetzt etwas übertragen, Internet,
in dem Sinne die ganze IT-Schiene. Die müssen Hand in Hand arbeiten und deshalb kommen wir ohne die reale Welt da auch nicht weiter. Wir können gewisse Vorarbeiten leisten, wie beispielsweise jetzt hier mit der Produktorientierung. Aber de facto heißt das, dass Sie auch die entsprechenden Daten bereitstellen müssen, die ein Tracken eines einzelnen Bauteils ermöglichen. Und ja, das habe ich, glaube ich, auch mehrfach jetzt betont, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Und ich glaube oder hoffe, dass das auch deutlich geworden ist, das geht letztendlich nur gemeinsam und dann auch schneller in der Community, unternehmensübergreifend und in der engen Zusammenarbeit zwischen industrieller Anwendung und IT. Da sage ich erstmal herzlichen Dank auch meinen Vorrednern und denke, dass ich erstmal das Wort an Thomas Heber wieder übergebe. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Dr. Starke. Vielen Dank, Herr Heimann. Ja, ich habe da jetzt nichts hinzuzufügen. Ne? Ich freue mich, dass wir jetzt das ja so rund gemacht haben und jetzt für die Ewigkeit bei YouTube reinstellen können.